Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, da bin ich hier mit Fragile Dreams und das Mädchen muss ganz in der Nähe sein. Sei wachsam und vorsichtig, als ob ich das nicht ständig bin. Ja, meine lieben Zuschauer, ich bin ein bisschen weitergelaufen und habe mich hier ein bisschen weiter umgesehen, offscreen. Es war nicht viel, ihr habt überhaupt nichts verpasst, keine Sorge. Und was ist hier? Hier sind wieder Rückenaugen, deswegen gehe ich einfach, weil das kann ich besonders gut einfach Gegner ignorieren. Und was machst du für Abspackungen, Seto? Das ist meine Remote, ich sag's euch. Na egal, gehen wir mal hierher. Da steht was an der Wand. Was steht denn da? Da steht doch was. Lies es vor, Seto. Einen Eiertanz aufführen. Mache ich das nicht schon das ganze Spiel über? Irgendwie? Das brauchen wir nicht extra nochmal gesagt werden. Was steht da? Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Diese Quallen, meint ihr? Gut, wenn ihr es mir schon von mir verlangt, dann werde ich sie alle mal ordentlich aufmischen. Und da liegt noch etwas. Was ist das? Ein Rätselobjekt. Ja, und wie ihr seht, ich habe einen zweiten Speer gefunden. Wie viele Quallen sind das denn gerade bitte wieder? Oh Mann. Hat aber wieder jemand im Zoo nicht aufgepasst und. Ah, ja. Ich sollte einfach gehen, glaube ich. Was ich sagen wollte, ja, ich habe einen zweiten Speer gefunden. Aber weil Seto halt noch nicht so, sag ich mal, bewandt ist in der Kampfkunst, kann er natürlich nichts beitragen. Was natürlich verdammt awesome wäre, wenn er es könnte. Aber ihr wisst ja, Seto ist da gerne mal ein bisschen weinerlich in solchen Dingen. Ja, ich habe gerade ein bisschen Spaß dran, die zu verprügeln. Eigentlich nicht, nein. Aber sie droppen Zeug. Was ist es denn? Wahrscheinlich habe ich da keinen Platz. Hi, Bonbon. Ja, toll. Und hier? Na komm schon. Sei. Die braucht Aufmerksamkeit, oder? Das ist echt schlimm. Ach, das so, das ist ein Drei-Slot-Dingen. Was brauche ich denn nicht? Moment. Kurz mal wieder Tetris anwerfen. Ja, eigentlich brauche ich keinen zweiten Speer, oder? Den kann ich auch wegwerfen. Ich glaube ja eh nicht, dass der andere kaputt geht. So. Oh, ich habe einen Golfschläger. Ja, Tiger Woods lässt grüßen, aber ich glaube, Seto ist nicht so der pro-mäßige Golfspieler. Oder zumindest hat er gerade nicht so die Lust dazu. Ist auch kein Turnier, was gerade stattfindet, so wie ich das mitbekommen habe. Von daher, weg damit. Was soll ich damit? So. Dann haben wir auch wieder Platz für das Ding, was hier liegt. Ein Rätselobjekt, ja. Was auch immer es ist. So, einen Eiertanz aufführen. Moment. So. Habe ich damit den Dienst getan? Ich hoffe. Naja. Gut. Werden wir mal kurz gucken, was wir da gefunden haben. Weil das mit Sicherheit wieder irgendeine Erinnerung ist. Mann. Schauen wir mal. Ja, das ist ein großer Kristall und Lottes gelbe Glocke. Wie viele Glocken haben wir eigentlich schon gefunden? Ich weiß es nicht. Egal, vorlesen. Ein großer Mann wässerte den Garten. Seine Kleidung war einfach und sauber. Herr Lehrer! Der Mann schaute auf, als die zwei Kinder ihn riefen. Ja, was ist denn? Der Mann, den sie Lehrer nannten, kniete sich hin und schaute den kleinen Jungen durch seine Brille prüfend an. Herr Lehrer, wann kommt Lotte zurück? Ein kleines Mädchen hat diese Frage gestellt. Sogar aus der Entfernung sah ich, wie sie das Gesicht des Mannes verfinsterte. Herr Lehrer, wird Lotte jetzt zurückkehren? Der kleine Junge schaute erwartungsvoll, aber der Lehrer presste nur seine Lippen zusammen. Mehr Kinder kamen herbei mit fragenden Gesichtern. Ihre weißen Hemden waren verschlissen. Ich konnte mir vorstellen, dass sich auch Lotte mit ihrer gelben Glocke dazugesellt hätte. Es schien, dass die Kinder keine Eltern haben. Sie lebten mit dem Mann, den sie Lehrer nannten, dem großen, einfachen Haus. Wo ist sie so lange? Sie war schon mal weg, aber. Der Lehrer murmelte eine Entschuldigung, doch die Kinder beruhigten sich nicht. Wir wollen wieder mit Lotte spielen. Vielleicht ist sie krank oder verletzt. Ich wette, sie vermisst uns. Sie muss uns vermissen. Sogar Sorge breitete sich aus. Dann fragte der Lehrer sie: Macht es euch traurig zu denken, dass Lotte einsam ist? Natürlich. Wir vermissen sie. Der Lehrer nickte und sprach: Würde Lotte wissen, wie sehr er sie vermisst, dann würde sie traurig werden, richtig? Seine Stimme war sanft. In sicherer Entfernung wurde ich zögerlich. Ich wusste, dass Lottes gelbe Glocke zu diesem Waisenhaus gehörte. Daher war ich hier. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass dieser Platz ihr eine Familie war. Wen würde es kümmern, wenn sie wegblieb? Beruhigt gingen die Kinder wieder ihren Spielen nach. Ein Mädchen aber blieb zurück. Ein Mädchen mit Locken und Sommersprossen. Aber wir sind. Das Mädchen stockte und starrte auf seine Füße.
Wir sind alle traurig, auch wenn Lotte nicht einsam ist. Der Lehrer legte dem Mädchen die Hand auf den Kopf. Ich glaube, es gibt Dinge, die man nicht ändern kann. Ich weiß, was sie nachts machen, platzte das Mädchen heraus. Wenn sie wirklich glauben würden, dass man nichts ändern kann, dann würden sie nicht jede Nacht nach Lotte suchen, wenn wir im Bett sind. Der Lehrer legte ihr schnell einen Finger auf den Mund. Wir machen uns alle schon genug Sorgen. Ich mache mir jetzt mehr Sorgen um sie. Der Mann nickte dem Kind mit einem traurigen Lächeln zu. Ich weiß, und es tut mir leid. Er hielt noch immer den Gartenschlauch in der Hand, als er gen Himmel sprach. Ehrlich, ich sorge mich nicht um Lotte. Sie wird sicher außerhalb dieser Mauern überleben. Alles, was zählt, ist, dass sie zu unserer Familie gehört. Auch sie wird diese Worte schätzen, weil die Familie, die wir hier haben, die einzige ist, die wir jemals hatten. Was mich betrifft, sind wir Lottes Familie und solange sie das weiß, wird alles gut sein. Die Nacht brach an und die Lichter im Waisenhaus erloschen. Langsam kroch ich aus dem Schatten des Waisenhauses hervor. Als der Lehrer mich sah, blieb er wie angewurzelt stehen. Das Licht des Vollmondes verwandelte mich völlig. Ich klingelte mit der Glocke, das Einzige, worauf ich mich verlassen konnte. Lotte, bist du das? Ja, ja, ich bin's, Lotte. Du bist also bereit, nach Hause zurückzukehren? Aber ja, natürlich. Nur wenn du mich willst. Drinnen im Waisenhaus versuchte das Mädchen mit den Sommersprossen die Kinder zu trösten, die den Lehrer vermissten. Schon seit Tagen hatte sie nachts seinen Platz eingenommen. Das kleine Mädchen, an sich drückend, kündigte der Lehrer allen Kindern der ganzen Familie meine Rückkehr an. Ich bin Lotte, Lotte mit der gelben Glocke. Ein freundliches Mitglied dieses Waisenhauses und einer Familie, wie sie größer nicht sein könnte. Ja. Irgendwie verwirren mich diese Glocken. Ich weiß nicht, die machen mich irgendwie, es ist irgendwie seltsam, ja. Okay. Ich weiß zwar eh nicht, ob ich alle Erinnerungsstücke, das sollte ich so vielleicht sowieso nochmal erwähnen, ich weiß eh nicht, ob ich alle Erinnerungsstücke gefunden habe. Ich denke, dass ich irgendwo mit Sicherheit noch welche vergessen habe. Und ich weiß nicht, ich habe öfters mal irgendwo Sachen gesehen, die irgendwo liegen, wo man nicht rankommt. Und von daher, falls ich was vergessen habe, ja. Nachholen kann man das ja schlecht, nicht wahr? Weil das Spiel ja doch sehr linear ist. Wobei doch, vielleicht muss ich ja per Backtracking nochmal ganz zum Anfang zurück. Es würde mich nicht wundern. So, und ich bin wieder verwirrt, wie ihr seht. Und daher, nein, da muss ich nicht hin. Da habe ich jetzt wieder ein bisschen Platz eigentlich. Habe ich Platz? Habe ich Platz? Ja, gut, das reicht. Das Blitzlicht wollte ich ja noch eigentlich mal testen, aber irgendwie brauche ich das im Moment nicht so wirklich, weil so viele Gegner haben es gerade nicht auf mich abgesehen. Aber gehen wir einfach mal weiter. Oh, kommt euch das bekannt vor? Mir nicht. Ja. Wenigstens mal wieder ein neues Konzept, wie wir es ja so oft in diesem Spiel haben. Oh, da knackt was. Da knackt was. Uah. Das sind wieder diese Gerätschaften. Ja, 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 ich weiß. Ich bin nicht zugelassen hier für das Gebiet und ich gehe auch gleich wieder. Wenn ich dich mal ordentlich zurechtgewiesen habe. So. Und gleich kommt's wieder. Gleich kommt's wieder. Ja, ja. Das sind bisher übrigens die gefährlichsten Gegner, die wir hatten. Oh ja, das wird schief gehen. Das war so klar. Weil die halt eine Wahnsinnsreichweite haben. Aber, naja. Eigentlich schon erbärmlich, dass das die gefährlichsten Gegner sind, oder? Irgendwie. Also es ist wirklich gefährliche Gegner. Ja, doch, Geistertauben, ja. Okay. So, no, noch so ein Vieh. Das sind wahrscheinlich alles so Gerätschaften, die der gewisse Herr Shin gebaut hat, oder wie er hieß. Weil er Langeweile hatte, oder weil er Gesellschaft brauchte, oder weil er es einfach kann. Alles Möglichkeiten, die auch alle zutreffen können. So, da hinten geht's weiter. Na gut, so lang war der Gang ja jetzt doch nicht. Also, ich habe schon Längeres gesehen. Was man jetzt auch wieder nicht falsch verstehen darf, bitte. So. Okay, was haben wir hier? Eine Zwischensequenz? Ja. Da ist irgendwas eingestürzt. Nein, die Tür ist zugegangen. Und jetzt? Die Sicherheitssperre ist aktiviert. Es ist verschlossen. Tja, uns bleibt nur ein Weg. Und zwar nach vorne. Richtig. Tja, andere Möglichkeit haben wir nicht. Also... ab durch die Mitte. Und hoffentlich kommen wir bald mal... oh, ein Feuer. Sehr gut. Also nochmal kurz ausruhen. Nochmal speichern. Nochmal KFC-Man begrüßen, wenn ich's... nicht... nein, er kommt diesmal nicht. Gut.
Wenigstens einmal Ruhe vor ihm, ja. So, also speichern. Und dann können wir auch direkt mal schauen, wo wir hier jetzt eigentlich gelandet sind. Das sieht doch schon sehr nach unterirdischem Labor aus, oder was weiß ich. Einfach mal... Oh, hier ist alles... Ah ja, da geht's weiter, okay. Ja, alles eingestürzt. Da müssen wir uns wohl durchwühlen. Oh nein, das ist eine Sackgasse. Ich schätze, er meint es ernst. Was? Eine Sackgasse? Ja, guck doch hin, Seto! Ja, oder besser gesagt, wir sitzen in der Falle. Das wollen wir noch mal sehen. Ich bin MacGyver und mit... Nein. Okay, ja. Ich schätze, dass wir nicht weiterkommen. Was ist denn mit dir los? Du bist doch ein Typ. So schnell kannst du doch nicht aufgeben. Seto kann das. Du hast recht. Also auf den letzten Metern könnt ihr euch auch noch ein bisschen zusammenreißen. Hey! Was? Möchtest du meine Geschichte hören? Ehrlich gesagt möchte ich das wirklich sehr gerne, weil mich das echt interessiert. Klar, leg los. Vor langer Zeit entdeckte ein brillanter Wissenschaftler, was man die menschliche Fähigkeit auf emotionaler Ebene zu interagieren nennt. Es ist die Fähigkeit von Leuten, sich ohne Worte zu verstehen. In der Vergangenheit konnten Leute mit Hilfe dieser Kraft kommunizieren. Reden die von Telepathie? Ich nehme an, sie meinen Telepathie. Eine Gruppe kluger Wissenschaftler hat diese Idee verfolgt. Sie dachten, dass die Wiedererweckung dieser Kraft in jedem Einzelnen eine Kommunikation ganz ohne Worte ermöglichen würde. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass es der Welt zugute käme. Das war zu einer Zeit, als Krieg herrschte und sich die Leute über alles stritten. Jede Kleinigkeit war Anlass zum Disput. Die Leute hatten es satt. Die gesamte Welt befürwortete das Projekt. Mit Hilfe einer Maschine, die sich Glaskäfig nannten, schickten sie Signale in die Welt. Steiges Mitgefühl, mich hier bei der Weg. Um das latent vorhandene Einfühlungsvermögen in den Köpfen der Leute zu aktivieren. So sollte auf natürlichem Weg Harmonie erzeugt werden. Und was ist passiert? Natürlich waren die Leute gespannt. Sie würden dann mit ihren Herzen sprechen können. Und Missverständnisse und Feindschaften würden von der Erde verbannt. So dachten sie jedenfalls. Und die ganze Welt war hoffnungsvoll und glaubte an den Beginn einer neuen Ära. Sie glaubten und glaubten und glaubten. Sie fielen mit einem Lächeln in einen Schlaf. Am nächsten Tag erwachte nicht eine einzige Person. Jeder fiel in diesen Schlaf und erwachte nicht mehr. Nie mehr. Alle starben. Puh, das ist erstmal hart zu verdauen. Und du glaubst, dass es sich wiederholt? Ja, und das Mädchen wird der Katalysator dafür sein. Katalysator? Es wird ihr Herz sein, das sich mit jedem Einzelnen verbindet. Und wenn es funktioniert, was dann? Das habe ich dir schon gesagt. Diesmal wird keiner entkommen. Ja. Und weißt du was? Das letzte Mal war ich der Katalysator, okay? Kein Wunder, dass sie so viel weiß. Aber sei, Wie bist du nur als Katalysator geendet? Ich habe keine Ahnung. Ich führte ein ganz normales Leben. Bis ich eines Tages all diese Tests machen musste. Bevor es mir klar wurde, entschieden sie sich für mich. Ich schloss mir lauter Kabel am Kopf an und ich musste diese scheußliche Medizin schlucken. So einen Schmerz habe ich noch nie gehabt. Jeden Tag führten sie Experimente durch. Es war ihnen völlig egal, wie ich mich fühlte.
Aber es gab einen Jungen im Labor, der ein Herz hatte. Wer kann das bloß sein? Er gab mir manchmal Schokolade und Bonbons. Er fragte mich sogar, wie es mir ging. Er hat sich auch bei mir bedankt. Verstehe. Du und er, wart ihr Freunde? Ich lach mich tot. Freunde würde ich mich und Shin nicht gerade nennen. Da war mehr. What the fuck? Moment mal, wo kommt denn die Katze her? Genau das wollte ich auch gerade fragen. Die Tür ist doch verschlossen. Und der Ausgang ist von Trümmern verschüttet. Schnell, folgen wir ihr. Vielleicht führt sie uns nach draußen. Na dann mal hinterher. Okay, aber zumindest haben wir jetzt sehr, sehr viel Aufklärung erhalten, dass der Glaskäfig wohl ein Experiment zur besseren Verständigung sein sollte. Aber keine Ahnung, mal ganz ehrlich. Man macht so ein Experiment, ja? Und wie kann so ein Experiment, was für so einen Zweck gedacht ist, dann dazu führen, dass die komplette Menschheit ausgelöscht wird? Also bitte, das ist sehr fragwürdig und ja. Egal, zumindest haben wir erfahren, dass Sai wohl zur falschen Zeit am falschen Ort war. Beziehungsweise einfach mal. Ja, freiwillig hat sie sich bestimmt nicht für diese Experimente gemeldet, oder? Hier ist sie, die Katze mautzt auf der anderen Seite. Wenn du dich duckst, solltest du durchpassen. Dann wollen wir mal sehen. Ja, und ja, dann ist sie wohl dadurch halt gestorben. Nur frage ich mich, weil wenn so viele Leute doch, wenn doch alle gestorben sind und alle eingeschlafen sind. Ja, ich weiß ja nicht, wann das passiert ist, wann Seto das mitbekommen hat. Ach, man weiß ja überhaupt nicht irgendwie. Weil ich frage mich halt, ob hier irgendwie nicht irgendwo Leichen sein müssten oder so. Aber naja. Ich sollte mir nicht so viele Fragen stellen, ich sollte einfach weitergehen. Und schließlich wollen wir das Mädchen retten. Das ist der einzige Grund, warum wir hier noch auf unserer Reise sind. Gut, liebe Leute, der Part ist schon viel zu lang. Von daher würde ich sagen, mache ich hier mal Pause. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann.